Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen. In meiner Spezialsprechstunde begrüße ich Sie wieder. Es geht um die Mundfäule. Die Mundfäule gehört zu den unangenehmsten Erkrankungen, vor allem für Säuglinge und Kleinkinder. Und das liegt daran, dass sie das Organ betrifft, von dem das Wohl und Wehe eines Kindes abhängt, dem Mund, über den die Kinder das zum Leben Nötige zu sich nehmen. Flüssigkeit. Und deshalb ist das Hauptziel bei der Mundfäule, die Behandlung möglichst zu Hause durchführen zu können und nicht ins Krankenhaus gehen zu müssen. Das gebe ich meinen Eltern immer gleich sehr früh zu erkennen, dieses Hauptziel. Aber jetzt mal der Reihe nach. Es gibt mehrere Mundfäulen. Sie werden durch verschiedene Viren verursacht. Und die meisten stammen aus der Familie der Herpesviren. Sie werden über Speicheltröpfchen übertragen und sind hoch ansteckend. Manche Mundfäulearten beginnen zunächst nur mit Fieber. Und das kann recht hoch sein, 40 Grad und mehr, und kann 2, 3, 4 Tage andauern, bis dann erst die entsprechenden Veränderungen im Mund und an den Lippen sichtbar werden. Auf diesem Foto kann man es ganz gut sehen, wie die Mundfäule aussieht. Sogenannte Aphthen, das sind diese gelblich-runden Ausstanzungen der Schleimhaut mit einem roten Hof, die im ganzen Mund sichtbar werden, auf der Zunge, am Gaumen, an den Backeninnenseiten, an den Lippen innen und im weiteren Verlauf durchaus auch außen. Und diese Aphthen tun weh. Und deshalb sehen Kinder mit einer Mundfäule immer sehr malträtiert und krank aus. Und dann kommt dazu, dass sie kaum etwas zu sich nehmen wollen. Und das kann jeder nachvollziehen, wie es einem geht, wenn man nichts trinkt und nichts isst. Und das ist eben auch der Knackpunkt der Therapie. Es muss uns Eltern gelingen, den Kindern das lebensnotwendige Wasser in ausreichender Menge in die Kinder trotz der Schmerzen hineinzubekommen. Denn nur so ist eine Infusionstherapie und eine Therapie über den Magen, über die Magensonde, die meist ausschließlich im Krankenhaus erfolgen kann, verhinderbar. Und wie geht das? Mit den Fieber- und Schmerzmedikamenten als Zäpfchen haben wir jedenfalls mal eine gute Möglichkeit, schmerzlindernd einzuwirken. Bei der Mundfäule helfen Fieber-Schmerzsäfte meist deshalb nicht, weil die Kinder sie nicht schlucken. Und wenn doch, umso besser. Auch gibt es schmerzstillende Gele und Salben, die man direkt auf die Aphthen auftragen kann, wenn die Kinder dies tolerieren. Da die oft anfangs etwas brennen, diese Medikamente, verweigern die Kinder oft diese Maßnahme. Und ebenso verhält es sich mit den Pinsellösungen, die man zur lokalen Schmerzbekämpfung durchaus auch mal probieren kann. Bei der Mundfäule muss man oft die maximal mögliche Menge an Fieberschmerzmedizin ausreizen, um eine ausreichende Schmerzstillung zu erreichen. Nur die Aufnahme von ausreichend viel Flüssigkeit verhindert die Notwendigkeit einer Infusionstherapie oder einer Magensondentherapie. Deshalb ist es wichtig, über die richtigen Strategien Bescheid zu wissen. Eine Strategie ist es, möglichst nichts anzubieten, was die angegriffene Schleimhaut noch weiter reizt, wie zum Beispiel Fruchtsäfte wegen den Fruchtsäuren und harte Substanzen wie Brotrinde. Am ehesten gehen die Sachen aus dem Kühlschrank, das Eis oder kaltes Wasser oder Tee oder Milch, sowie Joghurt oder Quark oder Pudding. Dabei bin ich über jeden Tropfen Flüssigkeit und über jeden Teelöffel Joghurt froh, den das Kind mit Mundfäule
zu sich nimmt. Und nicht nur mit, sondern trotz der Mundfäule. Eine Austrocknung eines Kindes erkennt man daran, dass das Kind apathisch wird, es keinen Urin mehr lässt, dass die Haut am Bauch, wenn man eine Falte macht, stehen bleibt. Und spätestens dann ist eine Infusions- oder Magensondentherapie erforderlich. Leider kann eine Mundfäule ziemlich lang gehen, nämlich 1 bis 2 Wochen. Und da ist Geduld angesagt. Ein kleiner Trost zum Schluss. Die schlimmste Mundfäule, die sogenannte Stomatitis aftosa, wird durch das Herpesvirus ausgelöst. Sie kennen dieses Virus vom Lippenherpes des Erwachsenen. Wenn ein Säugling oder Kleinkind zum ersten Mal mit diesem Herpesvirus in Kontakt kommt, dann bekommt es diese meist sehr heftige Mundfäule, diese Stomatitis aftosa. Aber danach, normalerweise durch die entstandene Immunität, kein zweites Mal mehr, sondern nur noch in Form des nicht ganz so dramatischen Lippenherpes.